Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der Governor fährt auf die Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Russell, Sergio Perez und Hamilton, Bottas, Norris, Fernando Alonso und Pierre Gasly, Ocon, Magnussen, Carlos Sainz und Mick Schumacher, Tsunoda, Joe, Sebastian Vettel und Alexander Albon, Stroll und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Hallo und herzlich willkommen zu einem... Oh mein Gott, das ist so cool. Also heute wird ein Rennen gespielt mit McLaren. Die Karriere, erstes Rennen, Bahrain. Blöderweise nur 5 Runden. Wir starten direkt mal, wir bleiben auf dem ersten Platz. Leclerc ist aber knapp hinter uns. Ich gucke hier. Perfekt genommen. Schnellster Sektor. Richtig. Der McLaren fühlt sich in vor allem auf geraden Strecken. Vor allem auf langen und geraden Strecken fühlt der McLaren dieses Jahr sehr träge an. Nicht auf die Curbs, sonst drehen wir uns raus. Kurve schlecht genommen. ERS anschalten. Leclerc, aber vielleicht mache ich Switchback. Ja, Switchback klappt. Ich hatte die Kurve, glaube ich, schon außen. Um Speed mitzunehmen. Jetzt gehen wir über den Curb drüber. Und da haben wir schon einen deutlichen Vorsprung. Norris auf der 4, das ist natürlich gut. Namensvorschläge für diesen Charakter in dieser Karriere gerne reinschreiben. Und auch an sich Videoideen reinschreiben, weil das wäre ganz hilfreich. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Und da bin ich... Gehe ich aufs Gras, verbremse mich und da kann Leclerc an mir vorbeiziehen. Oh, nee. Komm, ein Dings. Ich bleib, mach aber so. Ich will nur nicht den Schaden haben, das ist das Einzige, warum ich hier Rückblende mache. Ich könnte auch gerne mal reinschreiben, wie viele Rückblenden ich im Rennen haben soll, ob ich überhaupt Rückblenden haben soll. Aber ich glaube, also eine Rückblende pro Rennen ist, glaube ich, akzeptabel. Und vor allen Dingen, wie lang die Rennen gehen sollen. Also ich würde jetzt nicht, tatsächlich nicht 50% oder 100% fahren, sondern eher kurz, mittel, also 25% oder halt 5 Runden. Und dann vielleicht immer mal wieder 50%, aber 50% würde ich halt, wenn überhaupt, einen Spielberg und so fahren, weil sonst ist das sehr anstrengend. Erstmal auf der P1 jetzt. Wir sind deutlich vor Leclerc. Zweiter Sektor, der schnellste. Wir nehmen die Curb wieder mit, wie bei der ersten Runde, um ein bisschen mehr Speed zu bekommen. Hier geht man nicht über die Curb, weil man sich sonst häufig rausdreht, wenn man mit zu viel Tempo drauf geht. Jetzt Leclerc ist im DRS-Sensor. Verstappen fährt die schnellste Runde, schade. Versuche ich jetzt die schnellste Runde zu fahren. Ah, schön. Hier geht man auch über den Curb. Den anderen Curb kann man auch mitnehmen, aber nur mit dem Vorderrad am besten. Dann geht man hier in die Bremse, fährt die Kurve langsam an, um dann raus zu beschleunigen. Hier fährt man über den Curb,
erste Sektor der schnellste. Leclerc ist in meinem DRS-Fenster. Verbremser kleiner. ERS anmachen, um aus dem DRS-Fenster rauszukommen. Ich bin, glaube ich, draußen. Ja, ich bin draußen. Dann muss ich die Kurve jetzt so nehmen. Hier fahre ich nicht die Ideallinie, sondern nehme hier den Curb mit. Da nicht den Curb mitnehmen, dann habe ich... Ich bin nicht auf die Bremse gegangen. Hier fährt man auch über den Curb, bremst einmal rein. Fährt weiter geradeaus, zweiter Sektor auch der schnellste. Es scheint, als wäre das meine Hotlap. Oh, nee. Nee. Leclerc ist vor mir. Ich setze mich dann in seinen Windschatten. Versucht den Platz wieder zu bekommen. Wir machen Kontakt. Ich nehme DRS aber mit. Auch Verwarnung, berechtigt aber. Ich bin ein bisschen blöd gefahren, egal. Hier kann man den Curb auch mitnehmen auf der linken Seite bei der Gerade. Das ist das Problem, wenn man zu schnell ist und zu schnell in die Kurve geht, dreht man sich da auch raus, verbremst. Man merkt, dass der McLaren deutlich langsamer ist als der Ferrari und als der Red Bull. Jetzt muss ich weg. Schnell, komm. Lang, die Curb mitgenommen. Hier nicht auf die Curb. Sonst dreht man sich raus auf in die Bremse. Wieder zweiter roter Sektor, sehr belastend. Außerhalb des DRS-Fensters, wichtig. Hier schön früh in die Bremse, dass genau das nicht passiert. Ich bin außerhalb des DRS-Fensters. Letzte Runde, ich versuche nochmal die Hotlap hinzukriegen. Oh, bodenlos. Ich verbremse mich wieder. Und da kommt Leclerc auch schon. Versucht über die paar Windschatten mich anzugreifen. Ich verteidige aber noch relativ gut. Hier muss ich in die vorzeitig in die Bremse. Oh nein. Glück gehabt. Auch keine Verwarnung. Kurve schlecht genommen. Was ist denn jetzt los? Ärgerlich. In die Bremse. Den Curb mitgenommen. Das kann auch ganz gefährlich sein. Und jetzt muss der Leclerc. Versucht mich zu überholen und jetzt kriege ich die Kurve da nicht ganz, aber hier beschleunige ich wieder raus. Hier, da sieht man, die KI in diesem Spiel ist sehr, sehr schnell. Und da versucht Leclerc mich in der Kurve zu überholen, schafft es aber nicht und dadurch werden wir Erster. Erstes Rennen, erstes Podium und erster Sieg für den neuen McLaren-Fahrer. Sainz wird Fahrer des Tages. Charles Leclerc fährt die schnellste Runde. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Das war's dann auch mit dem ersten Video. Als nächstes kommt natürlich Jeddah. Da wird auch Qualifying drin sein, also Blitzqualifying und das Rennen. Und ich werde wahrscheinlich 13 Runden fahren und es dann cutten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Thank you.